Wir haben heute eine Einladung zu einer Pressekonferenz hier im Stuttgarter Rathaus bekommen. Mal schauen, worum es geht. Wir sind gespannt. Fritz Kuhn hat sogar einen Termin dafür abgesagt. Ja, erstmal schönen guten Nachmittag. Das ist heute der erste schwierige und bittere Tag meiner kurzen Amtszeit, weil ich bin gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass ich mit sofortiger Wirkung die Nutzung unseres Stuttgarter Fernsehturms nach § 658-6 der Landesbauordnung untersagen muss. Mit der Ausnahme von Technikern, denen der Zugang weiterhin natürlich gestattet ist, ist damit der Zugang untersagt. Wie groß ist die Chance, dass der Fernsehturm bald bzw. überhaupt wieder frei wird für Besuch? Also ich musste ihn jetzt schließen, weil die Erkenntnisse, die man mir vorgetragen hat, sagen, es ist eine Feuerfalle, wenn es da brennt, kommen die Leute nicht raus. Nach 60 Jahren eine neue Bewertung, aber so ist es. Und der Eigentümer ist der Südwestrundfunk und wir werden jetzt gemeinsam in den nächsten Wochen versuchen zu klären, ob es doch einen akzeptablen Weg gibt, das zu lösen. Ich kann da keine Hoffnungen machen, ob das so ist, sondern es muss so sein, dass die Fachleute und ich am Ende überzeugt sind, dass man das Risiko eingehen kann. So wie er heute ist, der Turm, kann man das Risiko nicht eingehen. Und deswegen haben andere Städte ihre Fernsehtürme auch vor etwa 10 Jahren geschlossen. Und Ihr nächstes Vorgehen, also das Unmittelbare, sieht wie jetzt aus? Also geht die Unterlassungsverfügung raus. Damit ist ab heute Abend der weitere Zugang für Publikumsverkehr, Café, Aussichtsplattform, Theater untersagt. Da findet also nichts mehr statt. Die einzigen, die noch rein können, sind Techniker. Und erst wenn man eine brandschutzmäßig akzeptable Lösung hätte, könnte man wieder ran. Aber nochmal, das kann ich jetzt nicht widersprechen. Bei solchen Sachen, wo Menschen zu Tode kommen können, geht Sicherheit vor. Da kann man nicht sagen, ach schade oder so. Die Pressekonferenz hier im Rathaus ist eben zu Ende gegangen. Fritz Kuhn teilte mit, dass der Stuttgarter Fernsehturm, ein Wahrzeichen dieser Stadt, vorerst für Besucher geschlossen werden muss. Noch ist nicht absehbar, wie lange und ob er überhaupt wieder geöffnet wird. Das waren die aktuellsten Nachrichten aus dem Stuttgarter Rathaus. Bis zum nächsten Mal bei StuggiTV.